Man kann sagen, dass mittlerweile in Brandenburg einiges los ist. Zumindest in puncto Gründen. Von 10.000 erwerbsfähigen Menschen gründen 134 im Schnitt ihr eigenes Unternehmen. Damit ist es Brandenburg gelungen, sich im neuen KfW-Gründungsmonitor direkt hinter Berlin und Hamburg an die Spitze Deutschlands zu setzen. Vor 2 Jahren stand Brandenburg noch auf Platz 15. Im letzten Jahr sind sie auf Platz 8 gewesen, jetzt sind wir auf Platz 3. Meine Erklärung dafür lautet: Es war nie zuvor attraktiver, spannender und einfacher, ein Startup zu gründen als heute. Deswegen nehmen auch die Zahlen, was innovations- und wachstumsorientierte Gründung in Deutschland anbelangt, zu. Das gesellschaftliche Ansehen von Managern erreicht jedes Jahr neue Tiefstände und Gründer sind die neuen Popstars und Zukunftsmacher unserer Gesellschaft. Das finanzielle Risiko, was ein Gründer heutzutage eingeht, und genauso auch der Kapitalbedarf, sind massiv gesunken, während parallel viel mehr Geld im Markt zur Verfügung steht. Dazu versprechen spannende Technologien und gesellschaftliche Megatrends ebenfalls enormes Wachstums- und Innovationspotenzial. Außerdem existiert unglaublich viel strukturiertes Wissen, was Gründen anbelangt. Jeder, der sich heute dafür interessiert, kann zahlreiche Bücher lesen, in Berlin jeden Tag auf Veranstaltungen, Workshops und Events gehen. Er kann sich Podcasts anhören oder Fernsehshows im TV verfolgen. Ich habe mich in den letzten 10 Jahren mit hunderten Startups befasst, sie beforscht, sie begleitet, unterstützt und auch selbst mit aufgebaut. Und dabei war für mich immer eine Frage besonders spannend, die Frage nach dem Erfolg. Wie schafft man es, ein Startup zum Erfolg zu führen? Ich habe hier für alle, die wissen, wie Erfolg geht, mal aufgemalt. Es geht irgendwo los und dann geht so eine Kurve und dann kommt man da oben irgendwann an. Ein Blick in die Forschung zeigt, dass die größten Erfolgsfaktoren die Gründerpersonen und ihr Können selbst sind. Das ist der Grund, warum Investoren auch in den Frühphasen in die Personen und in das Team investieren und nicht in die Idee. Ideen gibt es wie Sand am Meer, auf die Ausführung kommt es an. Und man könnte zur Ausführung auch gleichermaßen Leistung sagen. Und Leistung ist immer die Voraussetzung für den späteren Erfolg und lässt sich in einer sehr einfachen Formel ausdrücken, die da lautet: Wollen, nämlich die Motivation, die eine Person mitbringt, mal Dürfen, die Rahmenbedingungen und die Möglichkeiten, die eine Person bekommt, und die Fähigkeiten, ihr Können. Schaut man sich das Ganze aus dem Blickwinkel von Gründern an, so ergibt sich folgendes Bild. Gründer sind die vermeintlich größten Überzeugungstäter unserer Zeit. Es ist förmlich ansteckend zu erleben, mit welcher Begeisterung und Leidenschaft sie für Ideen und Visionen kämpfen. Die zweite Komponente, das Dürfen, das Gründen, ist wie ein unbeschriebenes Blatt, ein weißes Blatt Papier. Das heißt, Gründer können alles so machen, wie sie möchten. Sie müssen sich nicht wie Angestellte oder Führungskräfte an irgendwelche organisationalen Vorgaben halten, an Richtlinien oder an Regeln. Sie können es so tun, wie sie es für richtig halten. Bleibt also nur noch das Können übrig. Seit ich mich mit dem Thema beschäftige, steht immer wieder eine einzige Frage in dem Raum, und die ist: Wird man als Gründer geboren oder kann man das Ganze erlernen? Und ich bin der festen Überzeugung, dass man Gründen erlernen kann, was jedem hier theoretisch in diesem Raum und sonst wo eine neue Perspektive eröffnet. Es klingt alles so ganz gut bisher. Es gibt aber auch eine Dark Side. Und wenn das alles gut bisher klingt, dann kann man sagen, dass leider 9 von 10 Startups scheitern, wenn man sich so ein paar pessimistische Zahlen anschaut. Warum ist das so? Es ist ohne Ressourcen immer schwierig, etwas zu tun, etwas erfolgreich zu machen, und parallel gibt es im Moment ein sehr kompetitives Markt- und Wettbewerbsumfeld. Die gesamte Thematik Digitalisierung und digitale Technologien bringt zusätzlich eine enorme Geschwindigkeit in dieses Thema. Man könnte behaupten, das Ausmaß an Dynamik und Unsicherheit war nie zuvor größer. Und immer dann, wenn die Unsicherheit hoch ist, kommen die Kompetenzen von Personen ins Spiel. Kompetenzen sind sogenannte Metafähigkeiten, die einer Person helfen, in vorab unbekannten Situationen, also in nicht routinemäßigen Situationen, die komplex sind, den Überblick zu behalten und sie erfolgreich zu bewältigen. Sie sind im Gegensatz zu Wissen, Qualifikationen und Fertigkeiten, haben sie eine größere Nähe zur Leistung, also zur Performance, und sind im Vergleich zu Persönlichkeitseigenschaften viel besser erlernbar, was wiederum dafür spricht, dass man auch Gründen erlernen kann. Wer sich schon immer mal gefragt hat, wie ein Gründer so idealtypisch denn aussieht, der darf sich heute freuen, denn ich habe ein kleines Set an Kompetenzen mitgebracht, auf die es in der Praxis ankommt. Alle Beispiele, die ich gleich nennen werde, entstammen meiner eigenen Forschung,
sind aus meinem eigenen persönlichen Umfeld entstanden oder basieren auf Sekundärdaten? Und wie könnte es anders sein, sie kommen aus unserer schönen Region Berlin-Brandenburg. Interessanterweise lässt sich jede dieser einzelnen Kompetenzen im Körper eines Menschen verorten. Und ihr seht hier das Bild, was an Leonardo da Vinci erinnert. Ihm ging es damals um die Anatomie eines Menschen. Mir geht es in meinem Vortrag um die Anatomie eines Startup-Gründers. Fangen wir unten mit den Füßen an. Gründer müssen wendig und flexibel und agil sein und offen natürlich für Veränderungen. Offenheit für Veränderungen ist die Fähigkeit, Veränderungen als Chance und als Lernsituation zu verstehen. Sie ist besonders in dynamischen Umfeldern gefragt, denn Geschäftsmodelle und Märkte ändern sich manchmal in kürzester Zeit. Was heute noch funktioniert, funktioniert morgen vielleicht schon nicht mehr. Deswegen ist häufig im Startup-Kontext die Antwort, strategisch seine Richtung zu wechseln. Das wird auch Pivot genannt. Ein Beispiel, was ich dafür mitgebracht habe, sind die 6 Wunderkinder, die teilweise, also deren Gründer Christian Reber, Jan Martin und Co. aus Brandenburg an der Havel kommen. Ihr ursprüngliches Produkt war damals eine Projektmanagement-Software. Und um unter Beweis zu stellen, zu was das Team in der Lage ist, haben sie eine simple To-Do-App parallel entwickelt, die das Hauptprodukt anteasern sollte. Dabei ist aufgefallen, dass diese simple To-Do-App viel besser bei den Nutzern angekommen ist, weswegen sie sich kurzerhand entschieden haben, einen Pivot zu machen. Das war eine gute Entscheidung im Nachhinein, denn Microsoft hat das Startup vor ein paar Jahren für mehr als 100 Millionen Euro übernommen. Wir nähern uns nach Norden und kommen zu den Beinen. Gründen ist ein Wechselspiel aus Hinfallen und wieder Aufstehen. Und man muss immer einmal mehr aufstehen, als man am Ende hingefallen ist. Man muss mit extrem viel Widerstand umgehen. Von Kunden, Investoren und Mitarbeitern bekommt man gesagt, ich will euer Produkt nicht kaufen, im Moment ist kein guter Zeitpunkt, um zu investieren, oder ich möchte in meinem alten Job verbleiben und fange deshalb nicht bei euch an zu arbeiten. Und oft verfehlt man auch die eigens gesetzten Ziele, was ziemlich demotivierend sein kann. Ein Beispiel, was ich mitgebracht habe, kommt von Moritz, dem Gründer von Urban Sports Club. Das ist eine innovative Sportflatrate aus Berlin. Er sagte, durchzuhalten war für uns das Schwierigste und hatte sich 3-mal in den Anfangstagen mit seinem Mitgründer eine finale Deadline zur Erreichung bestimmter Ziele gesetzt, die sie beide 3-mal nicht mal im Ansatz erreicht haben. Und trotzdem haben sie weitergemacht. Gründen ist wie Marathonlaufen. Man braucht enormes Durchhaltevermögen und sehr, sehr viel Beharrlichkeit. Jetzt geht es in die Bauchregion. Entscheidungsfähigkeit. Bauchentscheidungen sind gerade in komplexen und schwierigen Situationen rationalen Kopfentscheiden häufig überlegen. Nicht nur in puncto Trefferquote, sondern insbesondere in puncto Geschwindigkeit. Bei einem Gründer stehen anfangs kaum Erfahrungswerte und irgendwelche Daten zur Verfügung, was das Entscheiden sehr schwierig macht. Man weiß oft nicht, was ist richtig und was ist falsch. Das erfährt man meistens erst irgendwann später. Im Startup-Kontext gibt es nur eine falsche Entscheidung und das ist keine Entscheidung. Das ist das Argument von Michael Högemann, der Gründer von Davanda, einem ehemaligen Online-Marktplatz für Selbstgemachtes und heute Gründer von Magaloop. Gerade am Anfang ist Entscheidungsfähigkeit ungemein wichtig, da diese Kompetenz sehr viel Geschwindigkeit bringt. Jetzt geht's zum Herzen. Gründer sollten idealerweise ihr Herz am rechten Fleck haben. Man versucht alle und jeden zu jeder Zeit von seiner Idee und von seinem Vorhaben zu überzeugen. Und das Problem ist, niemand kennt einen, niemand kennt das eigene Startup und viel zu bieten hat man leider in der Regel anfangs auch nicht. Und um andere Personen von sich zu überzeugen und ins Boot zu holen, müssen Gründer unbedingt authentisch sein. Nora, die Gründerin von Self-Appy, das ist ein Therapie-Startup aus Berlin, sagte uns, hat es im Vertrieb anfangs sehr geholfen, dass wir mit einer starken Vision überzeugt haben und simpel, dass uns die Leute einfach mochten. Und gerade in den Anfangsphasen, wenn es darum gilt, dass Gründer ihr eigenes Netzwerk aufbauen müssen, kommt einem diese Kompetenz, Authentizität und Glaubwürdigkeit sehr zugute. Und da wir nun gerade bei dem vermeintlich wichtigsten und schwierigsten Thema für Gründer sind, das ist der Vertrieb, sollte jedem hier klar sein, dass man hier als Gründer die Ärmel hochkrempeln und verdammt viele Hände schütteln muss. Philipp, Gründer von Machtfit, einem Startup für betriebliches Gesundheitsmanagement in Berlin, sagte, er hat zu viert gegründet mit 3 Mitgründern. Wir haben anfangs bei uns in der WG gesessen und das Telefon in die Hand genommen und mit jedem gesprochen, der uns zugehört hat. Gründen heißt machen, nicht hätte, sollte, könnte oder würde. Man muss machen, man muss handeln und insbesondere muss man das ergebnisorientiert tun.
Kaya, Gründer von Honeypot, das ist eine IT-Job-Vermittlungsplattform, die vor kurzem von Xing übernommen wurde, hat es formuliert mit den Worten: Startups sind extrem darauf angewiesen, sich zu fokussieren, um schnelle Ergebnisse zu erzielen. Jetzt geht's in die Schultern. Gründer tragen für gewöhnlich eine große Verantwortung und deswegen häufig auch eine große Last auf ihren Schultern. Selbstständig zu sein bedeutet, man macht alles selbst und arbeitet ständig und segelt häufig verdammt hart am Wind. Deswegen sind psychische und insbesondere physische Belastbarkeit gefragt. Psychische Belastbarkeit für die diversen Extremsituationen, mit denen Gründern konfrontiert sind. Das harte Feedback kommt häufig schonungslos von allen Seiten. Und im schlimmsten Fall muss man die Mitarbeiter, die man selbst am Anfang eingestellt hat, entlassen, wenn das Geld knapp wird. Dazu kommt die physische Belastbarkeit für die langen Arbeitstage. Steffen, der Gründer von Betreut.de, heute Care.com, sagte mir, er hätte am Anfang 18 Stunden Tage in der Woche und 10 Stunden Tage am Wochenende gehabt. Das macht zusammen 110 Stunden. Für jeden, der hier im Raum sitzt, weil ich in gewisser Weise auch motivieren möchte, vielleicht zu gründen, kann ich sagen, dass die durchschnittliche Arbeitszeit eines Gründers bei 56 Stunden ist. Und wenn man das Ganze statistisch betrachtet, dann muss es ja auch Leute geben, die es mit 4 Stunden in der Woche hinkriegen. Auf jeden Fall bleibt nicht mehr ganz so viel Zeit zum Arbeiten übrig und wir nähern uns jetzt dem Kopf, jetzt kommen die Ohren und der Mund. Man muss als Gründer mindestens genauso gut zuhören wie reden können, denn Kommunikationsfähigkeit ist gefragt. Man kommuniziert 24/7 mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen. Gründen heißt verkaufen und verkaufen heißt zu kommunizieren. Ob Pitchen vor Investoren, Vertriebsgespräche mit Kunden, Rekrutierung von neuen Mitarbeitern oder die Verhandlungen mit irgendwelchen Lieferanten. All diese Leute muss man super schnell verstehen und man muss ihnen durch die eigenen Botschaften super klar sagen, was man von ihnen möchte. Deshalb geben sich Startups häufig die größte Mühe, ihre Botschaften zu verschlanken. Und dabei kommen manchmal sehr amüsante Sachen bei raus. Magaloop, vorhin schon kurz genannt, nennt sich selbst der Robin Hood der Spätis. Und trägt auf diese Weise zur Vernetzung von unabhängigen Einzelhändlern wie Buden, Kioske, Tankstellen und Spätis dazu bei, dass die armen Spätis später mehr Geld in der eigenen Tasche haben. Und als zweites Beispiel nennt sich Number 26 die No Bullshit Bank. Und No Bullshit steht für, sie machen Banking, aber überall ohne den überflüssigen Schnickschnack, den man nicht braucht. Und damit ist es Number 26 gelungen, innerhalb von nur 5 Jahren sich zu den 10 wertvollsten Fintech-Startups weltweit zu entwickeln. Der Gründer von Number 26, Valentin Steif, sagte kürzlich in einem Podcast, wir hatten von Anfang an einen brutalen Kundenfokus, was uns zur nächsten Kompetenz bringt, der Kundenorientierung. Denn die Kunden sind immer 100% denn die Augen sind immer 100% auf den Kunden gerichtet und heutzutage gibt es leider keinen Platz für Mittelmäßigkeit und deswegen müssen Gründer immer die Sachen 10-mal besser machen als all das, was es schon gibt. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Neben den Augen ist auch die Nase gemeint. Gründer kommt auch häufig der richtige Riecher zugute. Oliver Samwer, Gründer von Rocket Internet, hat mehrfach ein gutes Gespür für Geschäftsideen bewiesen. Wenn man sich den gemeinsamen Nenner von allen Rocket Internet Firmen anschaut, dann ist er, also dazu gehören unter anderem Zalando, HelloFresh, Home24, dann ist es, dass sie extrem datengetrieben und analytisch vorgehen. Was uns zur nächsten Kompetenz bringt, die analytischen Fähigkeiten und Kreativität. Zunächst zu der ersten Komponente. Unsere Welt wird immer komplexer. Es prasseln heutzutage so viele Daten und Informationen auf Gründer ein, die es auszuwerten gilt. Und analytische Fähigkeiten helfen genau, diese Daten zu strukturieren und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Analytische Fähigkeiten sind häufig im Marketing sehr wichtig. Daniel, der Gründer von Flixbus, sagte zu ihrer Marketingstrategie, wenn wir etwas nicht messen können, dann machen wir es nicht. Bedeutet übersetzt, alle Entscheidungen passieren datengetrieben und analytisch. Jetzt zur zweiten Komponente, die Kreativität. Kreativität ist in diesem Sinne Antagonist von analytischen Fähigkeiten und in gewisser Weise ein Gegenspieler. Kreativität ist außerdem der Ursprung aller Innovation und das, was erfolgreiche Gründer auszeichnet. Jeden Tag heißt es, aufs Neue Probleme zu lösen und dafür insbesondere kreative Lösungen zu finden. Und in puncto Marketing haben Startups meistens kein Geld und müssen sich Dinge überlegen, die sie halt machen, die sie absetzen von den großen Unternehmen, die einfach viel, viel mehr Ressourcen haben. Und auch Flixbus, in diesem Fall bei dem Beispiel geblieben, hat mal klein angefangen. Das, was sie gemacht haben, ist anfangs an die ersten 10.000 Kunden Kondome zu verteilen, auf denen stand, wir fördern den Verkehr. Und das richtete sich insbesondere an Studenten. Klassisches Beispiel von Guerilla-Marketing. Ein zweites Beispiel,
kommt von Davanda. Vielleicht kennt das der ein oder andere von Ihnen, wenn Sie irgendwann mal eingekauft haben und in Ihrem Warenkorb ist noch ein Produkt, aber man hat dann am Ende es nicht gekauft und man kriegt so eine E-Mail, du hast im Checkout dein Produkt vergessen. Was Davanda gemacht hat, sie haben an einem Tag im April 18.000 Kunden eine E-Mail geschickt und gesagt, uns gehen die Einkaufswagen aus, bitte gebt uns euren Einkaufswagen zurück oder bezahlt gefälligst das Produkt. Was dann passiert ist, es gab eine Flut von E-Mails und das Ergebnis war, dass es der erfolgreichste Umsatztag in dem April von Davanda gewesen ist. Kreativität siegt am Ende und man muss sich immer Dinge überlegen, die anders sind als das, was die anderen tun. Und nun zur letzten Kompetenz. Die Lernbereitschaft. Lernbereitschaft umfasst eigentlich alles und geht bis in den letzten Winkel eines Körpers. Lernbereitschaft ist für mich die Metakompetenz schlechthin. Als Gründer muss man sich ständig mit Dingen auseinandersetzen, die man noch nie zuvor in der Form erlebt hat. Wie baue ich einen Prototypen? Wie stelle ich rechtssicher die ersten Leute ein? Wie mache ich dies? Wie mache ich das? Und das Wissen der Welt verdoppelt sich in sehr innovativen Bereichen, wo Gründer häufig tätig sind, alle 1 bis 2 Jahre. Das bedeutet, Gründer müssen eine unglaubliche Lernbereitschaft mitbringen. Elon Musk hat sich ja auch bis zu ihm rumgesprochen, dass man nicht um Brandenburg rumkommt. Hatte anfangs keine Ahnung, wie man Elektroautos baut, wie man Raketen baut, geschweige denn irgendwelche Tunnel bohrt und Personenkapseln mit mehr als 1200 km/h dort durchschießt. Das hat ihn trotzdem niemals davon abgehalten, einfach anzufangen und sich all das Wissen, was ihm gefehlt hat, unterwegs anzueignen. Und jetzt kommt er nach Brandenburg und wir grüßen hier an dieser Stelle auch von der THW und sagen nochmal herzlich willkommen. Das letzte Zitat wird mich einer Person, die mich seit Jahren begleitet. Ihre Aussage ist, ein Startup zu gründen, ist das beste Stipendium der Welt. Sie ist Nora Herr und die Gründerin von Loopline, einer Software für Mitarbeiterfeedback. Sofern man selbst gründet, lernt man dermaßen viel und vermutlich mehr als in jedem anderen Job. Das ist ihre Aussage. Man lernt, wie man Marketing macht, man lernt, wie man PR macht, man lernt, wie man Probleme löst. Und das bereitet einen sehr gut auf das Leben vor. Ich als Hochschulprofessor möchte trotzdem Werbung machen, dass alle, bevor sie das beste Stipendium der Welt annehmen, trotzdem erstmal in die Hochschule kommen und das verschieben. Und das führt uns zu der Gesamtübersicht nochmal von allen Kompetenzen hier als Anatomie eines Startup-Gründers. Und jetzt sitzt wahrscheinlich der ein oder andere von Ihnen hier und fragt sich, wie sieht wohl eine Person aus, die alle diese Kompetenzen vereint? Und ich wette, der ein oder andere hat ein Bild hier von Superman oder einem Superhelden vor Augen. Und da kann ich sagen, die meisten Startups werden im Team gegründet. Es sind mehr als 75% und so verteilen sich auch Kompetenzen, immer auf mehrere Personen gleichzeitig. Für mich sind Gründer trotzdem in gewisser Weise wie Superhelden, die mit einer enormen Begeisterung und Leidenschaft für das kämpfen, was sie tun und alle versuchen, unsere Welt manchmal ein Stück besser zu machen. Ich habe in meinem Vortrag versucht, über ihr Können und Kompetenzen zu sprechen und außerdem ging es um die These, dass es niemals so einfach, attraktiv und spannend war zu gründen und dass es mittlerweile unglaublich viel strukturiertes Wissen gibt. Ab sofort wisst ihr nun hoffentlich alle ein bisschen mehr, worauf es ankommt und könnt euch selbst die Frage stellen, ob ihr die Kompetenzen habt, die es braucht, um ein Startup erfolgreich aufzubauen. Und es ist ganz egal, wie die Antwort ausfällt. Ihr könnt sie entweder erlernen, ihr könnt euch Leute dazu holen, die das haben, was ihr nicht besitzt. Und wenn bereits hier, heute und jetzt aus kompetenztechnischer Sicht nichts dagegen spricht, dann könnt ihr euren persönlichen Aufbruch starten, ein innovatives Startup gründen und dafür sorgen, dass in Brandenburg so richtig was los ist. Vielen Dank. Applaus